Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zu unserem Let's Play von Warcraft 2 Tides of Darkness. Ja, so beginnt man die Folge natürlich gerne mit einem toten Menschen hier. So, wir haben einen Drachen ausgebildet. Schauen wir mal, was der so kann. Ja, hier müssen wir natürlich aufpassen. Flugeinheiten, da wird es gefährlich, wenn wir irgendwelche Bogenschützen oder Pfeiltürme oder sowas haben. Ja, da sollen wir natürlich aufpassen. So. So, ihr könnt euch um den Paladin kümmern. Und er hier kümmert sich dann um die Türme. Sehr schön. Okay, der Drache hat auch freie Bahn gerade. So ist es gut. Sie leiten uns an! Wie mit dem Captain! Mal sehen, ob er das noch schafft hier. Sie leiten uns an! Na komm. Ah, Pattsituation. Lass mein Katapult in Ruhe. Was? Okay. Spinnst ja wohl. Okay. 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 Ja, die Paladine heilen sich natürlich auch immer gerne hoch. Ist klar, aber gegen diese Übermacht von Ugern haben sie ja auch keine Chance. Ja, alles klar. So wäre das nix. Okay. So Leute, wir brauchen unser Katapult wieder. Der muss hier oben unterstützen. Alles klar. Alles klar, alles klar. Okay. Ja, schicken wir mal einen Axtwerfer hoch. Ich glaube, der hat eine größere Sichtweite. So. Und jetzt kann der das Katapult. Ah. Ja, Meister, alles klar. Meister, alles klar. Ja, ich will nicht zu viele Opfer. Okay. Sehr schön. Ja. Ja, Meister. Okay. Okay, okay. Hauptsache, die kommen nicht an das Katapult ran. Alles andere ist mir erstmal egal. Alles klar. Okay. Alles klar. Er ist immer noch dabei. Aber irgendwie wird das nicht weniger an der Kaserne. Ja, Meister. So, jetzt aber. Alles klar. Meister, alles klar. Ja, Meister. Okay. Was? Ja, Meister. Okay. 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 So, wir brauchen die Truppen hier, Leute. Da müsst ihr hin. Okay. Was? Alles ja, Meister. So, am besten macht ihr die Dorfbewohner einmal platt.
Dann kann er nämlich auch kein Gold mehr sammeln. Ja, Meister. Was? Okay. Ja, haben wir mal wieder ein paar Paladine noch. Aber das sind so die letzten Züge. Deswegen müssen wir uns da keine Gedanken machen. Das schaffen wir schon. So, ich will nochmal ein Katapult vorsichtshalber ausbilden. Der kann dann hier schon mal herkommen. Und die restlichen Türme ausschalten. Ah ja, guck mal, hier haben wir noch den... Den haben wir noch nicht zerstört hier. Das wollten wir nochmal nachholen. Ist uns auch direkt zum Verhängnis geworden. Hat nämlich zwei Ogre von uns erledigt. Der hat wirklich nur noch einen Lebenspunkt. Ja, reicht ja aber für die Türme. Solange er nicht weiteren Angriffen ausgesetzt ist hier, läuft das. Sehr schön. So, ich glaube hier oben müsste es da nochmal zwei Türme geben. Und dann haben wir das. So, holen wir mal einen der Säcke hier hoch für die Sicht. Jo, da gibt es nochmal zwei Türme. Tamaranda. So, der Drache kümmert sich hier um die Kaserne. Jetzt habe ich hier einen Zeppelin. Der kann hier nochmal gucken, ob noch irgendwas ist. So wie es aussieht, nicht. So, hat er hier oben noch irgendwas? Da hat er noch zwei Magier. So, solange die das Katapult in Ruhe lassen. Schon. Yes. Damit dürfte der dann auch gleich erledigt sein, der Turm. So, schicken wir unsere Ogre mal rein. Und die restlichen Truppen. Okay, und vermutlich gibt es dann hier nochmal zwei Türme. Ist ja immer noch nicht fertig. Also der Drache hat nicht so viel Power, ne? 8 bis 16. Okay, ungefähr was so ein Ogre hat. Ja, so ein Mist. Da ist unser Katapult jetzt flöten gegangen. Das sind hier die letzten Greifenreiter noch von unserem Gegner. Was macht die denn hier? Die sorgt doch dafür, dass wir verlieren, Leute. Aber das ging ja gerade noch mal gut. Muss ich hier die einzeln anwählen, damit die Ogre auch wirklich die Gegner hier vernichten. Das ist ja unglaublich. Ah, hier haben wir noch ein paar. Könnt mal ruhig mit dazukommen. Noch einen Hof, den kannst du auch noch mal anvisieren. Ja, so ein paar Lebenspunkte da dann noch hier. Sehr schön, Leute.
Dann haben wir das hier auch schon mal erledigt. So, gab es hier oben noch irgendwas? Nichts. Damit ist Dalaran gefallen. Und wir sind der nächsten Mission wieder ein Stück näher gekommen. Können noch mal schauen, ob es hier oben noch irgendwas gibt. Hier geht die Küste noch ein bisschen lang. Ja, ja, Meister. Ja, hier der Greifenhorst. Da kommen die Greifenreiter her, die uns ein bisschen Kopfschmerzen bereitet haben hier in der Mission. Aber mit den Axtwerfern, Berserkern haben wir das gut hinbekommen. Ja, Steinschere, Papierprinzip hier an der Stelle. Tja, keine Chance, lieber Paladin. Nochmal schauen, was es hier so gibt. So, dann müsste gleich das Siegzeichen auch kommen. Da ist er. Ja, Leute, sehr schön. Rang Marschall, 164.000 Punkte. Vor dir erheben sich die Alabastermauern von Lordaerons Hauptstadt. Die stolzen und trotzigen Armeen der Allianz scheinen zu ahnen, dass ihre letzte Stunde geschlagen hat. Alles wartet nun auf das schrille Kampfsignal um die Verwirklichung unseres großen Ziels. Niemand mehr vermag die Wellen der Finsternis aufzuhalten. Ja, Leute, ich glaube, das ist die Endmission. Im Namen der Horde vernichten sie alles und jeden. Ich würde mal direkt anfangen zu speichern. Und scheinbar haben wir hier zwei Standorte. Okay, hier müssen wir sogar ein ganz neues Haupthaus bauen. Da können wir vielleicht mal schnell helfen. So, hier haben wir einen Turm. Hier haben wir auch noch einen Turm. Ist natürlich hier nicht die Welt mit den beiden. So, wir brauchen erstmal wieder ein paar Höfe für Nahrung. Und dann müssen wir auch schon sammeln gehen. So, damit das ein bisschen schneller geht, hier helfen wir dann mal mit dem Haupthaus. Fertig zur Arbeit, erledigt. Was wollen die Hörner? Glorglück. Was wollen die nun, Mr. Okay? So, 104.000 und ja, da haben wir auch fast nochmal die Menge. Wo rennst du denn jetzt ganz lang? Was wollen die Ordnung? Fertig zur Arbeit! Ja, erstmal ein paar Peons nochmal ausbilden. Muss hier ein bisschen schnell gehen. Das ist die Endmission, die werden uns mit Sicherheit angreifen. Ja, geh doch auch mal Gold sammeln. Ich hör's schon. Ich weiß gar nicht, was ich als erstes bauen soll. Bin ich ehrlich. Okay. So, die Türme nehmen den meisten Schaden schon mal auf, wenn hier was kommt. Und wir brauchen gleich nochmal wieder ein paar Höfe. Ja.
Fertig zur Arbeit! Flugza! Fertig zur Arbeit! So, Leute, ich glaube, wir sind ganz gut davor. In Ordnung. Okay, in Ordnung. Ihr bleibt mal ruhig da. Ich würde vielleicht gleich noch einen Turm bauen wollen. Nehmen wir mal so. Aha, guck mal. Was kommt denn da? Auf Leute. Okay, in Ordnung. Ja, so wollte ich das eigentlich nicht. Was? Aber der hält, glaube ich, noch durch. Was wollen wir nun? In Ordnung. Direkt mal reparieren. nee, da wollte ich eigentlich einen Kanonenturm bauen. Was brauche ich denn dafür? Ach, so ein Mist. Ich habe nicht mal eine Kaserne. Ich brauche eine Kaserne, Leute. Und auch hier brauche ich eine Kaserne. Zwei Kasernen, dass man hier beides halt erstmal bauen muss. Okay, du kommst dann vorbei. Das ist schon mal gut. Was brauchen wir denn überhaupt für einen Kanonenturm? Sag mal. Ja, ich hoffe, das reicht hier aus, was wir hier haben. Kaserne, Kaserne, wir brauchen eine Kaserne. Komm, wir bauen den hier auch um. Was wollen die nun, okay? Erledigt! Holz brauchen wir. Ja, hier sieht es ganz gut aus eigentlich. Bisher wurden wir da auch noch nicht angegriffen. Aha. Okay, Flugapparat, der hat gespäht. Erledigt. Erledigt. Ich würde direkt eine zweite bauen, glaube ich. Oh Mann, ja, unser Ogre ist tot. Einen zweiten Turm vielleicht. Ja, wir können erstmal wirklich nur ein paar Grunzer ausbilden. Also hier haben wir das auf jeden Fall mit vielen Angriffen zu tun. Bin mal gespannt, wie das dann hier noch wird. Erledigt, Befehl, Meister. Ja, einen Hof brauchen wir noch. Fertig zur Arbeit. Erledigt. So eine Schmiede. Oh, wir brauchen immer noch Holz. Das gibt's ja nicht. So, mit zwei Kasernen sind wir aber vielleicht schon ganz gut aufgestellt. Wir müssen uns hier noch gucken, dass wir da noch Peons ausbilden. Ihr Befehl, Meister. Ihr Befehl, Meister. So, erstmal ein bisschen für Verteidigung sorgen. Nützt ja nichts. Fertig zur Arbeit. Erledigt.
Ach, wie dumm ist das denn immer, dass sie hier unten erst herkommen? Also die müssen immer so weit rennen jetzt hier. Ja, genau. Warum nicht? Wir können ja auch mal Ballisten in den Kampf schicken. Das war schon mal mit einem unserer Türme. Ja, stellen wir uns da einfach direkt hin. Erstmal müssen wir hier Truppen ausbilden. Nützt nichts. So, ist die Frage, wo wir ausbauen. Bauen wir hier aus oder bauen wir hier aus, wo noch keine Angriffe stattgefunden haben? Hier haben wir aber mehr Gold. Falls eine Base fällt. Oh. Wir brauchen Hilfe. Jetzt kann ich keine Trümmer ausbilden wegen Nahrung. Okay. Ja, mein Plan ist jetzt einfach hier oben direkt stehen zu bleiben. Genau. Und dann direkt anzugreifen. Wahnsinn. Was hauen die denn weg, bitte? Ja, dann kommen wir nicht drum rum. Dann hat sich das ja auch erledigt mit der Nahrung. Wenn unsere Truppen hier so schön sterben. Ja, dieser blöde Wald hier nervt auch. Ihr Befehl, Meister. Ihr Befehl, Meister. Erledigt. Ja, kann er nicht schaden. Was wir gelernt haben, haben wir gelernt. Gut Leute, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann schauen wir mal, wie das Ganze hier weitergeht. Schaltet gerne wieder ein. Bis dahin.